Herzlich willkommen zurück zum letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2012-2013. Heute spielen wir die Partie Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Und ja, danach wird das Champions League-Finale folgen. Und zu guter Letzt das DFB-Pokalfinale. Eigentlich war das Champions League-Finale als letztes geplant. Aber da ich nicht gewusst habe zu dem Zeitpunkt, dass das Champions League-Finale vor dem DFB-Pokalfinale stattfindet, ist es halt so jetzt, ne? Und so beginnt sie. Stürmer Mandzukic im Sturm. Müller, Robben, Ribéry, Schweinsteiger, Martinez, Lahm, Alaba, Dante, Van Beuten, Neuer und bei Gladbach. So. Da haben sich Gladbach viele verschlechtert, viele verbessert. Bei Bayern nur sich verbessert, weil Bayern spielt ja nicht schlecht. Die spielen ja richtig stark, muss ich ehrlich sagen. Und ja. Soweit ich sehe, wird das Let's Play wahrscheinlich bei 31 Folgen enden. Schon eine gute Sache, ne? Was ja geil ist oder nicht so geil. Auf jeden Fall wird was noch inzwischen FIFA 13 kommen. Nicht der Manager-Modus. Das werde ich in FIFA 14 machen, wie ich es ja schon mal gesagt habe. Wenn ich das Spiel kriege, ist ja noch nichts feststehend und so, ne? Vielleicht hole ich es mir ja nicht. Vielleicht hole ich es mir, vielleicht habe ich kein Geld dazu, was weiß ich. Aber ich denke mal, ich hole das Spiel mir auch und dann werden wir zusammen den Manager-Modus abrocken. Wie man auf gut Deutsch sagt. So. Bam. 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 Jetzt rocke ich hier aber richtig ab. Na, ja, das war's schon. Na ja, dann lasst uns den letzten Spieler genießen und ich weiß nicht genau, ja, Bayern wird ja hier in Gladbach die Meisterschale empfangen bekommen oder vielleicht in Allianz Arena davor. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber ist ja egal. Bayern ist auf jeden Fall deutscher Meister. Was mich natürlich freut und ich gönn's und ich würde mich so freuen, wenn das Triple wirklich klappen würde, wenn es den einen oder anderen Bayern-Fan das Herz aufgehen, würde ich mal sagen. Also mir auf jeden Fall. Und ja, und dann, naja, okay, das Finale 2012 werde ich jetzt nicht so leicht vergessen, wo wir auch in all drei Wettbewerben standen, wo wir alle drei gute Chancen hatten, aber okay, Meisterschaft war vorher entschieden, DFB-Pokal wieder 5-2 Klatsche, was meiner Meinung nach schon verdient war, aber das Ergebnis war zu hoch, ein Sieg ja, aber nicht zu hoch, aber ich denke mal 3-2 oder 3-1, ne, oder 1-0 oder ein 2-0 hätte gereicht, oder ein 3-1, aber kein 5-2, das ist jetzt ein bisschen zu hoch. Aber ist jetzt egal, kann man jetzt leider nicht ändern. Und ja, das Champions League-Finale, darüber will ich überhaupt nicht mehr reden, weil darüber ärgere ich mich immer noch, wie es passiert ist oder wie der Ausgang überhaupt war. Was für eine Jubel ich hatte, was ich dann für Schmerzen danach hatte, nach dem Match. Ja, ich finde es immer noch unberechtigt und ja. Deswegen ist er jetzt egal, müssen wir jetzt weitermachen. Und ja. Und dieses Jahr hoffe ich es zumindest. Weil es ist so ein Wunsch von mir irgendwie, dass ich Bayern mal Champions League-Sieger sehen will. Also das habe ich ja noch nie live gesehen, auch wenn man sagen könnte, 2001 hätte ich, aber das habe ich nur damals, habe ich noch keinen Fußball geguckt zu dem Zeitpunkt, da war ich glaube ich 5. Ne, 4. Da war ich noch 4. Und ja, da glaube ich habe noch keinen Fußball geguckt. Und Robben, oh, fast hätte ein schönes Tor gemacht. Ja. Ich hoffe noch für Holger, dass er noch seinen Einsatz bekommt, aber ich werde ihn wahrscheinlich, wenn im DFB-Pokal auf jeden Fall auf der Bank sitzen lassen und dann ihn spielen lassen. Ich glaube, er wird wahrscheinlich schaffen, am 1. Juli oder Juni fit zu sein. Wäre es noch geiler, wenn er im Champions League-Finale ist, natürlich klar. Und ja, so. Nein. Schöne Attacke. Erster Preis, der Ball. Mann. So, nein. So, schön. Geklärt. So, jetzt Ribéry. Nein. Ach, Gladbach ist ja so ein Gegner, gegen den haben wir lange nicht mehr gewonnen, ne? Muss man sagen. Und Dante wieder ein alter Wirkungsstätte. So. Alaba. Ribéry. Alaba. Ah, schade. Ich wollte da nicht spielen, aber. Gut. Oh, stark von Alaba. Alaba, Alter, wie der abgeht, ey. Ich finde das immer noch so geil, wie der spielt und was der für ein Verteidiger ist. Also, ich finde, er wird
Und er ist, glaube ich, schon für mich meiner Meinung nach der beste Linksverteidiger der Welt. Was der für eine Ruhe hat, für eine Coolness. Und das mit 20 Jahren, Alter. Das ist krass. Und dann denke ich auch, weiß auch von Guardiola, was er an dem so hat. Und weiß auch zu schätzen. Weil ich denke mal, ich glaube nicht, dass er auf der Bank sitzen würde, wenn er spielt. Oder wenn Guardiola trainiert. Da freut er sich, wenn er so einen Spieler hat. Und jetzt. Oh. Oh. Schön. 1-0. Bayern München. Der war schön. Müller hätte ihn machen können, aber der Keeper, Ter Stegen, lässt ihn abprallen. Man sieht darüber reden laufen. Ich habe ihn immer noch als Kapitän eingestellt. Alter, das habe ich vergessen immer. Eieiei, es ist ja auch egal. Kann ich das eigentlich mit einem Spiel machen? Den Kapitän umwählen. Ja, doch. Geht doch. Ah, ne. Während des Spiels geht's nicht. Mal gucken, ob wir es in der Halbzeitpause hinkriegen. Mal gucken. Ja. So. Schön. Dieser Ball verhungert leider. Robben. Und Ribéry. Also kann wahrscheinlich sein. Ja, ich glaube schon eine Partie werde ich dann schon sehen, wo ich mit anderen Mannschaften spiele, außer Bayern. Muss ich aber gucken, wie es halt mit dem Upload und so alles ist. Ne? Und dann gucke ich mal und danach Champions League Finale und dann das DFB-Pokal als letztes, als der letzte Folge des Let's Plays. Dann, ja, könnt ihr mal gespannt sein, weil ich weitermache. Also sage ich noch nichts, auf jeden Fall was mit FIFA 13. Könnt ihr mal so munkeln, was ich machen könnte oder was ich machen würde, weil ich weiß es ja schon. Also bauen wir jetzt auch, was ich machen könnte. Und ja, WW13 mache ich auch noch weiter, nachdem es beendet ist mit der Attitude, da wird ja auch noch was weiterkommen. Zum Beispiel mit WW13, ich weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt was mache, ob ich das schon beendet habe, weiß ich gar nicht. Aber nun gut, werden wir schon sehen. So, jetzt Müller. Müller, nein. Ribéry, nein. Schweinsteiger, nein. Überspringt alle und Max. Torben Max. Oh. Ein wunderschönes Zuspiel. Schade. So, oh. Van Boy. Jetzt Müller. Ey. Na, lass mal weiter spielen. So, wir sind ja nicht so eine Pussy. Und Ribéry. Ribéry. Ah, ja. Ah, fast. Komm. Den haben wir. Schön. Schweinsteiger. Mandzukic. 2-0. Ach, einem erneuten Fehler von Ter Stegen macht Mario Mandzukic das 2-0. Rübe mit einem schönen Ball und dann Mandzukic mit seiner Klasse macht er das Tor. Er spielt natürlich eine überragende Saison und jetzt bekommt Xhaka. Xhaka die gelbe Karte. Soweit ich es gesehen habe. Und ja, meine Meinung nach gerecht fertig, weil das war ein Foul. Eigentlich hätte es zwei Stoß geben müssen, aber es war ein Vorteil und dann. Oh, ist ja gut. Nicht übertreiben hier, Leute. So. Martinez. So, Schweinsteiger. Oh, Fehler. Lapper. Und Schweinsteiger kämpft sich den Ball wieder zurück. Weltklasse von diesem Super Sechser. Muss ich mal sagen. Und jetzt Müller. Müller. Alaba. Souverän geklärt. Schade. So, jetzt Dante. Nochmal Dante. Boateng. Oh. Richtig gut. Ah, schade. Ribéry, der blüht auf, muss man sagen. Es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, weil die Bayern ja schon sowieso Meister sind und den Punkterekord eingestellt haben. Auch den Torrekord und all wieder ein Rekord. Das ist wirklich eine Rekordsaison. Und was kann man mit einer Rekordsaison krönen? Mit einem Triple. Und wenn sie es schaffen würden, das wäre so geil. Matthias Sammer, der Transfer hat sich auch übelst gelohnt, muss ich sagen. Also, dass der geholt wurde, das war eigentlich ein Glücksfall. Weil hat der so viel Arbeit geleistet hat, Respekt. Ich hatte schon meine Skepsis, wie sie mit Heinkes Karte kommt, aber er kommt mit dem Wipper klar. Auch wenn es mal ab und zu Streit gibt, aber wo gibt es denn nicht in meiner Familie? Wenn man es so schön ausdrückt und jetzt was jetzt. Ah, Freistoß. Okay. Freistoß hat mir auch noch nicht, ne? Da wäre vielleicht eins, aber das Ding war da. Das Ding war da. Aber ich glaube, der wäre auch nicht reingegangen. Also so schlecht wieder geschossen, weil den hätte locker haben können. Aber ich habe mit Gefühl. So. Ja.
Oh. Nein, natürlich wusste ich schon, dass er kein Tor machen würde, weil so macht man ja nicht immer. Aber wenn er jetzt so festkopfen würde, dass der Keeper dann abprallen lässt und dann kommt man zu Kitsch und dann bam, ist Tor. Das wäre natürlich sehr nice. 2-0 zur Halbzeit. Ist natürlich sehr schön. Ja, legen wir mal, gucken wir mal kurz, ob wir den Kapitän jetzt wechseln können. Weil das müsste jetzt eigentlich gehen.